spreche zu Ihnen, unser dritter Vorstand des ausrichtenden Vereins, Herr Gunter Cepera. Liebe Gäste, ich denke, Herr Gunter Cepera ist Ihnen besser bekannt und in seiner Funktion als Vizepräsident Sport des Bayerischen Tischtennisverbandes. Lieber Herr Cepera, ich bitte um Ihre Grußworte. Liebe Sportlerinnen und Sportler, sehr geehrte Gäste, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen des DNV 45 Alten Kunststadt ganz herzlich hier bei uns in der Kollegasthalle. Ich möchte diesen Anlass nutzen, um mich zu bedanken in allererster Linie bei den Verantwortlichen in den Verbänden, die uns mit der Durchführung dieser Meisterschaft beauftragt haben, nachdem wir 2007 bereits die Deutsche Jugendmeisterschaft ausgerichtet hatten. Haben uns die Verantwortlichen wieder mit einer nationalen Meisterschaft betraut und ich hoffe, dass wir alles zur besten Zufriedenheit an diesem Wochenende erledigen. Mein Dank gilt ganz besonders der Gemeinde Alten Kunststadt, die uns die Halle zur Verfügung stellt und hier mein Dank an unseren ersten Bürgermeister Georg Bombrunn. Herzlichen Dank. Mein weiterer Dank gilt unseren Sponsoren, denn ohne so zahlkräftige Unterstützung wäre eine Veranstaltung nicht möglich. Und hier möchte ich ganz besonders erwähnen, das Brauhaus Leipheim und unsere Raiffeisenbank Obermain Nord EG, die uns hier unterstützen. Und ich danke auch den zahlreichen leitenden Firmen, die uns auch mit Anzeigen unterstützt haben. Ja. Zuletzt danke ich meinem Helferteam. Wir haben jetzt circa ein Jahr diese Meisterschaft vorbereitet. Damit alles bestens funktioniert, sollte etwas nicht klappen, stehe ich gerne zur Verfügung. Für Kritik sind wir immer offen. Ansonsten wünsche ich euch allen, den Spielerinnen und Spielern, sehenswerte und spannende Kämpfe und den besten und der besten den Sieg. Dankeschön.